Ja, guten Morgen. Ich darf heute draußen in der Natur aufwachen, da wo ich am allerliebsten bin. Und ich nehme euch jetzt mit auf meine Morgenroutine. Ja, hallo, ich bin Laura Dahlmeier, ehemalige Profi-Biathletin. Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen und schon immer in den Bergen unterwegs. Ich liebe es, auf verschiedenen Abenteuern unterwegs zu sein, ganz egal, ob beim Bikepacking, beim Skitouren gehen, im Sommer beim Klettern oder beim Bergsteigen. Am allerliebsten bin ich einfach draußen unterwegs. Ja, morgen nehme ich als allererstes mein AG1 zu mir. Das ist für mich einfach so der perfekte Start in den Tag. Super praktisch zu mitnehmen. Es ist ja nicht immer einfach, sich unterwegs wirklich gesund zu ernähren und eine ausreichende Basis zu schaffen. Und darum nehme ich es einfach total gern mit. Ja, der erste Schritt am Tag, das ist das, was ich als allererstes mache. Das unterstützt mich, unterstützt mein Immunsystem. Mir schmeckt es gut. Ja, meine tägliche Morgenroutine ist nicht nur AG1, sondern natürlich auch ein bisschen Bewegung. Und da mache ich am liebsten Mobilisationsübungen, ein bisschen Yoga, um mich durchzubewegen. Wenn man so viel am Berg unterwegs ist, hat man ja doch auch oft ein bisschen eine verkürzte Muskulatur, gerade im Oberschenkelbereich. Und dafür ist es für mich einfach wichtig, in der Früh schon mal Bewegung reinzubringen. Ja, jetzt habe ich mich durchbewegt, durchmobilisiert. Im Anschluss bin ich noch ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder so seine eigene Routine findet und merkt, was einem gut tut. Es müssen gar nicht immer die ganz langen Sessions sein. Es reichen wirklich schon ein paar Übungen und dann kann der Tag so richtig beginnen. Ja, gerade wenn man so lange Ausdauerbelastungen macht, zum Beispiel lange Radlfahrt oder am Berg geht, ist es ganz wichtig, dass man sich danach wieder aufdehnt, aus der Position rauskommt. Und ich habe gemerkt, dass gerade der Hüftbeuger sehr leidet. Und darum ist es gut, da wieder Bewegung und Flexibilität reinzubringen, um einfach mobil zu bleiben. Ja, jetzt mache ich mir ein gutes Frühstück. Ja, bei mir gibt es heute ein Müsli mit einem Haufen Haferflocken, langkettige Kohlenhydrate, Ballaststoffe und ja, saisonales Obst. Also aktuell sind es eher Erdbeeren, ein bisschen Melone gibt es schon. Und dazu Hafermilch für die nötige Energie für den heutigen Tag. Ah, der frische Kaffee und auch schon. Ja, frühstücken tue ich eigentlich meistens am Porridge. Ich habe da schon ein paar Chia-Samen über Nacht eingeweicht. Und mir ist wichtig, dass ich einfach auf verschiedene Kohlenhydrate zurückgreifen kann, gerade langkettige, wenn danach eine Einheit ansteht. Frisches Obst, in dem Fall gibt es gerade Erdbeeren, Müsli und dazu habe ich eine Hafermilch. Da kannst du natürlich noch entsprechend binden mit Nüssen, Fettsäuren, die einfach nur länger anhalten oder was einem halt taugt. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall aufs Frühstück, bevor es dann in die Berge geht. Jetzt werden die Turnschuhe geschnürt für eine Trailrunning-Einheit. Ich bin super gestärkt. Ich freue mich, dass ich mich jetzt ein bisschen bewegen kann, dass es ans Laufen geht. Es geht bei uns daheim in die Berge. Jetzt laufe ich rauf auf die Mittenwalder Hütte. Das ist heute das erste Etappenziel. Und dann geht es weiter auf die westliche Karwendelspitze.
für mich sind die Berge und die Natur immer ein Kraftort. Ein Kraftort muss für mich draußen sein. Da kann ich mich selber am besten spüren, da komme ich am besten bei mir an. Und das hilft mir auch, in Balance zu bleiben, sowohl mental als auch körperlich. Gerade in anstrengenden Phasen ist die Natur, sind die Berge für mich auf der einen Seite ein Ort, wo ich mich pushen kann, aber wo ich eben auch sehr, sehr gut zur Ruhe kommen kann. Ja, ich liebe die Natur, die Berge. Das ist für mich so faszinierend und schön. Die Natur ist jeden Tag ein bisschen anders. Unten waren wir noch in der grünen Wiese, dann ist durch den Wald gegangen. Später darf ich wieder rauf in die Felsen zu den letzten Schneereste. Und mir ist ganz wichtig, dass wir die Natur bewahren, dass sie so bleibt, wie sie ist. Auch für die nachfolgenden Generationen, weil es für mich einfach ja, so ein toller Platz ist. Und darum ist mir Nachhaltigkeit auch wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass meine Partner da die gleichen Werte vertreten, dass wir alle die gleiche Sprache sprechen. Und darum freut es mich auch besonders, dass AG1 jetzt schon zweimal in Folge den Preis bekommen hat, dass sie wirklich klimaneutral sind. Das ist eine super Sache. So soll es weitergehen. Ja, ich habe das Glück, dass ich wirklich ein spektakuläres Leben führen darf. Ich habe schon so viel erlebt in meiner Biathlon-Zeit, aber gerade jetzt, wenn ich da unterwegs bin in die Berge, merke ich jeden Tag, was das für ein großes Glück ist, was es für mich bedeutet, all diese Freiheit leben zu dürfen. Und es müssen gar nicht immer die ganz großen Gipfel sein oder die großen Ziele. Es reicht auch so ein Weg, der sich jeden Tag ein bisschen anders zeigt, die Veränderungen in der Natur. Hinter uns sehen wir den Lawinenkegel, die Mächtigkeit der Natur. Das ist für mich wirklich spektakulär und ich freue mich, dass ich das so erleben darf. Bevor es jetzt steiler bergauf geht, ist wichtig, noch mal was zum Trinken. Und sich ein bisschen zum Stärken. Und dann geht es rauf am westlichen Karwendelspitz. Das war's mit meiner Morgenroutine. Vielen Dank fürs Begleiten. Jetzt geht's ins technischere Gelände hier im Karwendel und es warten noch einige Höhenmeter auf mich. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.